به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. در این manchmal denke ich, überhaupt rede ich? Manchmal denke ich überhaupt, die letzten 30 Jahre in Deutschland habe ich in Abtraum geraten und einfach im Bett geschrieben. Manchmal denke ich, die letzten 30 Jahre hier in Deutschland, 35 Jahre mindestens in Deutschland, was habe ich gemacht? Mit wer habe ich gesprochen? Mit meinen Freunden? Mit Kreis? Solidarischen Menschen? Mit Regierungsanhängern? Mit Parteien? Mit wer haben wir gesprochen? Wer hat uns gehört? Ich will nicht sagen gar nichts, weil dieser Kampf ist nicht mit uns angefangen. Das geht nicht mit uns fertig. Aber wir sind gemeinsam, wir sind auf der Erde. Das ist unser einziges Boot, das Boot Erde, die alle aufsetzen. Und wollen wir unsere Sicherheit haben. Aber gibt es diese Sicherheit für alle? Vorher habe ich über drei Welten gehört. Erste Welt, zweite Welt und dritte Welt. Erste Welt waren die Weißen. Das heißt, in dieser Zeit die Weißen als Faschisten genannt. Dabei ist vorbei. Die Weißen haben sie auch genannt. Zwei große Krieg. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg haben sie erlebt. Haben Sie gesehen, was passiert, dass wenn man Nationalsozialismus auf den Beinen kommt? Wenn überhaupt? Was passiert, dass wenn in unserer Ecke, in Nahost, in gesamte diese Ecke, religiöse Faschisten in Macht kommen? Das wussten wir nicht als normale Menschen. Aber das kann ich nicht nachdenken. Die wussten hier, in Parlamenten, in Politiker, verschiedene Parteien, sie wussten ganz genau, was passiert das in dieser Ecke. Die letzten 40 Jahre. Jetzt gerade eine Freundin aus Deutschland hatte über Iran geredet, habe ich so verstanden, von hier aus, das können wir nicht, gar nichts machen. Das ist falsch. Von hier aus haben wir die gesamte diese Welt gefeuert, haben wir in Krieg gebracht. Von hier aus die Maschinen läuft, Kriegmaschinerie läuft, weltweit. Von hier aus ausbeutet die ganze Welt. Von hier aus dumm haltet die ganze Welt. Von hier aus Deutschland, eine von anderen Ländern, hatte diese Bedeutung. Ausbeutet, macht ihre Augen zu, genau wie diese drei Affen. Macht ihre Ohren zu, macht ihre Augen und Mund zu und redet, Meister wie Räder. Das muss man ändern. Das müssen sie ändern. Sie dürfen nicht mit Leben die Menschen in diese Ecke spielen. Das ist eine Spielerei. Jeder weiß das, jeder bewusste Mensch weiß das, das ist eine Spielerei. 7 Monate, die Menschen versuchen in Iran einen Schritt weiter. Sie versuchen mindestens ihre Stimme auszuringen. Alle Welt hat ihn gehört, aber reagiert nicht. Reagiert nur die normalen Menschen.
Sie sind solidarisch. Deshalb, ich gehe nicht zu den Regierungen und Parteien, sondern zu den Menschen hier. Wir brauchen euch. Wir brauchen die gesamte Welt. Ein Nein zum Krieg, ein Nein zu jeder Art von Faschismus, egal wo ist das, religiöser Faschismus oder andere Form, Art. Nieder mit dem Islamischen Republik. Nieder mit der Islam!